Bei Sturm der Liebe wird es mal wieder dramatisch. Ariane stürzt die Treppe hinunter. War es nur ein Unfall oder wollte ihr jemand etwas Böses? Genau in dem Moment des Sturzes kommt nämlich Cornelia vorbei, wie man auf Vorschaubildern der ARD sehen kann. Die Hausdame hat auch ein Motiv, Ariane etwas anzutun. Schließlich ist diese nach wie vor mit Robert zusammen. Außerdem macht der Koch ihr einen Heiratsantrag und die beiden wollen schnell den Bund des Lebens eingehen. Für Cornelia, die noch immer Gefühle für Robert hat, eine schlimme Vorstellung. Hat sie in ihrer Wut Ariane etwa geschubst? Das zumindest behauptet die Unternehmerin. Dabei hat auch sie ein Motiv, Cornelia einer Straftat zu bezichtigen. So kann sie nämlich Robert klarmachen, dass er ohne Cornelia besser dran ist und sie möglicherweise aus seinem Leben verbannen. Was nun tatsächlich passiert ist und ob Ariane wirklich Opfer einer heimtückischen Attacke wurde, erfahrt ihr Anfang Februar, montags bis freitags um 15:10 Uhr bei Sturm der Liebe in der ARD.